Herzlich willkommen aus Surfhaus fürs Ladens. Unschwer zu erkennen sind wir heute im Bikepark Surfhaus fürs Ladens. Und ich zeige euch ein paar Strecken, nehme euch mit. Let's go! Die Wetterbedingungen sind heute nicht so immens geil. Wir haben tiefen Nebel hier drinnen. Unten ist okay, aber das sollte uns nicht weiter stören. Wir legen direkt los. Surfhaus fürs Ladens, eines der schönsten Bikeparadiese in den Alpen. Hier auf über 1400 Metern Höhe treffen atemberaubende Natur und erstklassig Bike-Trails aufeinander. Auf der Route zu Super Natural geht's auf jeden Fall wild zu. Mit Steinen, Wurzeln und kleinen Jumps, die dazwischen eingebaut sind, macht's auf jeden Fall für mich sehr viel Spaß. Jetzt geht's auf die Strada del Sol. Auf der roten Strada del Sol geht's auf jeden Fall wild zu. Mit vielen kleinen und großen Sprüngen und Kurven ist das quasi die sogenannte Jumpline hier im Bikepark. So, ich stehe jetzt wahrscheinlich an einem der berüchtigsten Drops hier im Bikepark, hier über den Weg, von da oben da rein.
als letztes fahren wir heute die Hilbe. Hier die Hirbel ist definitiv nichts für schwache Nerven. Hohe Absätze, Wurzelfelder, spitze Steine und rutschige Kurven. Also die schwarze Leine ist definitiv nichts für Anfänger. Wenn man sich hier reintraut, sollte man echt vorher überlegen, ob man das kann. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Mittlerweile haben mir schon viele empfohlen, einmal herzukommen, und das Tolle an einem neuen Bikepark ist, es ist alles neu und damit ziemlich aufregend. Das Schlechte, man muss sich erstmal alles vorher angucken, bevor man richtig Gas geben kann. Aber der Bikepark war definitiv spannend für mich. Mir war es vor allem wichtig, in dem Urlaub Sicherheit auf den Sprüngen zu bekommen und, wie vielleicht manche gesehen haben, auch den Tobogan und der Style auf den verschiedenen Sprüngen zu bekommen. Für mich persönlich war es eine tolle Erfahrung hier und es hat sehr viel Spaß gemacht im Bikepark Serpaus Vislades. Das war's vom Bikepark Serpaus Vislades. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, ich konnte coole Bilder und Videos leisten. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao!